Moin Moin meine Freunde und willkommen zurück hier bei mir auf dem Kanal. Zusammen spielen wir jetzt Chasen weiter und befinden uns jetzt gerade in der Taverne, wo wir mit ihr reden können. Wir werden mal von ihr dieses Ding verkaufen hier. Einfach mal um zu sehen, was wir vielleicht da brauchen, wenn es... Oh, wenn wir irgendwie fast drauf gehen, ne? Weil wir haben ja kein Essen mehr. Weil, kann ich nicht irgendwo noch irgendwas verkaufen bei irgendjemandem? Du hast Asch gefunden, okay. Asch ist die Tochter, die ich niemals hatte. Geil. Wir gehen jetzt mal runter in die Höhle wieder. Beziehungsweise in die Mine. Um da jetzt mal weiterzukommen. So. Gucken wir mal. Hier geht's längs auf jeden Fall. Also ein bisschen verzwackt. Man muss jetzt ein bisschen merken, glaube ich. Weil sonst man hängt durcheinander. Und ich hoffe, wenn ich das Video bekomme. So, wir sind immer noch in den Katakomben. Genau, hier geht's weiter. Okay, und hier ist... Kann ich durch? Kann man die Zahlen bewegen? Macht keinen Sinn für uns, wenn wir gar keine Kombi kennen. Achso, das ist ein anderer gewesen, ne? Hier drüben. Ich glaube, wir gehen erstmal unten längs. Jetzt gab es immer unten was Besseres. Ah. Ein Geist! Ladies and Gentlemen und Kinder jeden Alters. Kommt rein und dreht das Schicksalsrad. Das Rad für alle, die alles auf eine Linie setzen wollen. Aber seid vorsichtig. Genauso wie im Leben gibt es auch hier nicht immer Bonbons. Okay. Drehen wir mal. Abwägenstärke. Boah, so tolle. Ach, guck mal, das sind auch Minus-Sachen. Also man kann natürlich auch wirklich irgendwie was verlieren. Oh! Ich hab zwei Magie-Dinger verloren. Scheiße, ey. Das ist ja blöd. Okay, vielleicht sehen wir uns wieder, sagt er. Ja, ist ärgerlich. Naja. Och Mann, kriegt er nie was erwischt, irgendwie richtig. Ein bisschen. Was ist das denn für ein Scheiß? Boah, echt ein Ding. Ich bin wieder voller Leben da, ne? Warte, komm. Ich glaube, den versuchen wir mal jetzt noch nicht zu besiegen. Hier oben links. Wir haben nicht mehr so viel Leben. Unser Getränk nehmen? Ich hätte gerade eben den Kanon, ne? Aber egal. Oh, oh. Ah. Na gut. Einmal gefragt. Oh, einmal gefragt, ich renne da voll gegen. Okay.
neue Gegner. Ich könnte dir helfen, die Korridore hier zu lernen, aber ich bin besser daran, Schwerter und alles zu machen. Komm mal, mein Kataras. Neues Equipment. Perfekt. Gut, den haben wir jetzt schon mal. Jetzt darf man bloß nicht sterben. Mann! Gibt's doch gar nicht. Shit. Oh, ich habe noch so ein. Oh, das bringt mir nicht so viel. Einfach an dem vorbeirennen. Bloß, wir sterben, wenn wir jetzt. Mir nicht mehr weg, ne? Scheiße, ey. Ich dachte, ich könnte mir. Obwohl, da ist noch ein Ausgang da drüben. Da waren wir noch nicht. Da nochmal hin. Woanders. Oben. Da geht's doch nach oben. Ausgang gesehen, habe ich verkehrt. Hier irgendwo sterben. Wie so ein Kack.
Nein! Ach, scheiße. Sind wir doch gerade schon so weit gekommen. Leute, so weit. Und hatten doch auch einige Leute befreit. Scheiße. Boah, dann müssen wir nochmal durch. Kacke. So, haben wir das Ding gekauft hier? Nee, lass uns das mal holen. Die Portion. Ja, Mist. Boah, ich muss den ganzen Weg nochmal dahin laufen. Das ist wirklich kacke. Warte mal, ganz hinten war da noch so eine andere Tante da, ne? Ich dachte, sie verkauft hier nochmal. Ich will es verkaufen. Ich will es verkaufen, okay. Entschuldigung. Scheiße, ey. Das ist ja echt ein Ätzen. Da keine Speicherstelle war zwischendurch. Wir sind ein bisschen gerüstet. Gucken wir mal. Ich lauf ganz schnell dahin. Kann ich alles nochmal antun? Das ist wirklich ärgerlich. Sehr ärgerlich, sehr ärgerlich. Ein fieser Gegner war das auch. Bad-Belt. Oh, guck mal hier. Alter, das geht gleich alles höher hier. Was ist das denn? Die nehmen wir. Oh. Ich kann nicht hüpfen. Freut sich. Ja, yippie, Schmiedsfreit. So. Da, auf der Fahrzeuge sind die auch noch weiter. Guck mal. Ich kann nicht hochfahren. So, hier haben wir auf jeden Fall ein Rezept gefunden, das wir der Tante da draußen verkaufen können. Thank you.
wir was essen können. Und zwar das Beinchen und dann noch unser Getränk. Brauchen wir für die Gegner, aber für den Boss gleich. Nochmal. Den erledigt bekommen. Fans geht hoch. Oh, speichern. Mein Gott, ich sehe nämlich nach diesen Speicherplätzen. Ne? Ich finde sie so toll. So, gespeichert. Weiter.
er denn? So, Level up. Alter. After you finally worked up to courage, you pull the lever. Okay. Ich will aber hier die Zahlen sind. Glaube ich, ein Gegner kommen. Den gucken wir uns bestimmt nochmal an, aber nicht jetzt. Denn ich glaube, wir sind hier so ziemlich weit unten. Dann machen wir den Gegner noch. Machen wir den Gegner mal noch. Wo ist gar kein Gegner? Hätte ich jetzt gedacht, wenn ich da runterfall. Okay, das ist einfach noch so etwas hinpacken. Vielleicht dieser Felsblock, der ist so schwer. Ja, schauen wir mal. So, wo ist jetzt runter? Darauf, hier drauf. Ja. Dann hier. Wo? Jetzt passt doch. Passt doch nicht. Okay. Du hast nach rechts. Ups, rechts.
Schalter, um einen Knopf zu finden, der einen Schalter der Tür öffnet. So, hier kommen wir auch einfach hin. Ah, guck mal, jetzt haben wir ja schon noch einen Weg geöffnet, sozusagen. Perfekt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Aber mal, dann könnten wir doch... Genau, wir stoppen einfach hier und das nächste Mal sind wir oben beim Schmied. Bis dann, tschüss.